Zuschauerfrage gleich direkt zu Spielbeginn. Wir befinden uns ja bei Super Mario Maker 2 auf der Nintendo Switch. Hast du das Spiel noch? Spielst du das Spiel noch? Wie sieht das bei dir aus? Was für Videos soll ich zukünftig machen? Oder interessiert dich das Game eher weniger? Nach meinem Voting, das ich im Community-Tab bei mir auf meinem YouTube-Kanal Dreamo gefragt habe, sah es so aus, als würde ich hier zu 30% Super Mario Maker 2 verlieren. Ich kann dir hier ein paar Sachen zeigen, was ich gerne machen würde. Das eine, was ich wirklich mega cool finde, ist zum Beispiel Level suchen. Man hat hier nämlich die Möglichkeit, da oben die beliebtesten Levels oder neue. Beliebt hat man hier die Möglichkeit übrigens zu suchen, zu sortieren nach Regionen und gleichzeitig die Gesamtrangliste, also die beste Top-Platz 1 oder nach der Rangliste der Woche zu gehen. Ihr könnt mir auch mal sagen, ob ich das vielleicht mal ein bisschen so machen soll, so Rangliste der Woche oder die besten Levels nun mal einfach mal so spielen soll. Oder soll ich komplett neue Levels suchen? Oder soll ich mal nach einer Detailsuche irgendwie gehen? Könnt ihr mir alles hier auch mitteilen? Hier gibt es unterschiedliche Suchoptionen, beliebt in Gegeneinander, Abschlussrate. Da kann man wirklich auch mega geiles Zeug sortieren. Die letzten 90 Tage, letztes Jahr, alle nur 30 Tage. Also es ist wirklich eine geile Sache, wenn man hier am besten spezifische Levels suchen möchte. Das gleiche hier bei den Baumeister-Ranglisten. Welche sind die besten Levelbauer? Welche sind die besten Spieler? Was haben die alles so ein bisschen so für unterschiedliche Levels, wo man da auch anschauen kann? Hochgeladene Levels der besten Baumeister überhaupt. Soll ich dort mal reinblicken? Lasst es mich mal wissen, was euch interessiert. Was ich zum Beispiel auch noch mega cool finde, ist Endlos Herausforderung. Da wählt man einen Schwierigkeitsgrad am Anfang und geht dann nachher auf eine Reise und kämpft sich dann nachher mit ein paar Leben dann nachher weiter. Da habe ich, glaube ich, lustigerweise mal angefangen bei leicht, aber es ist schon ein Weilchen her. Und hier gibt es vernetztes Spielen. Das ist so ein Spielmodus, wo man die Möglichkeit hat, gegen fremde Spieler zu spielen. Hier kann ich natürlich auch sagen, ich mache ein bisschen weiter in den nächsten Rang, zum Beispiel Rang A. Weil die zwei Spielmodus sind online gegen Fremde. Das mit Freunden spielen, das haben wir in einem Stream ja auch schon miteinander gemacht. Oder soll ich da unten Superwelten mal anschauen? Das gibt es nämlich auch in Mario Maker 2, wo man die Möglichkeit hat, zusammenzuspielen, das ist halt mehr auf einer Konsole mit der Familie und so oder Freunde, wo man im Real Life kennt. Oder man sucht sich hier einen Planet irgendwie aus und spielt danach auf deren Welt. Soll ich das mal machen oder nicht? Ich weiß es nicht. Lasst es mich mal wissen, was euch interessieren würde. Oder zu guter Letzt, hast du eine Level-ID, dass ich mal dein Level spielen soll und das mal in einem Video zeigen soll? Lass es mich mal wissen. Ich mache heute ein bisschen so ein gemischtes Programm hier in der Levelsuche bei Beliebt. Da habe ich eingestellt in der Suchfunktion Schwierigkeitsgrad mal normal, eigene Region und die Rangliste von dieser Woche. Die restlichen Kontinente oder so habe ich ausgeblendet. Finde es eigentlich noch eine coole Sache hier. Ich gucke mal da einfach mal so ein bisschen so rein, wie das Level ist. Wenn das zu heftig ist oder so, dann skippe ich dann mal zum nächsten. Weil es gibt einige Levels, die sind richtig schwierig. Und wenn euch das auch gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen YouTube-Kanal, damit ihr nichts mehr verpassen tut. So, okay, also ich sehe schon, das ist hier schon ein bisschen so ein Speedrun-Level. Also das heißt, man muss hier schon mit Speed beginnen. Okay, gar nicht mal so schlecht für meinen ersten Versuch hier. Okay. Wow! Könnt ihr das auch so gut? Weil ihr könnt eigentlich... Oh! Das ist im Fall kein Auto-Level, so ist Info. Aber ich habe noch einen Versuch hier da oben. Weil man muss hier rechts nach rechts drücken und einfach im richtigen Moment auch springen. Ihr könnt ja auch gleichzeitig, wenn ihr möchtet, könnt ihr da das Level auch versuchen. Wenn ich das Dings versuche, dass ihr das auch gleich versucht. Also das Level. Oh, nein, da unten wäre es weitergegangen. Okay, wir gehen mal schnell zum nächsten Level. Schauen wir uns das nächste Level hier mal an hier. Wie schon gesagt, ihr könnt die Level-ID auch eingeben, wenn ihr das auch mal spielen möchtet. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie lange so ein Mario Maker 2 Video Maximum gehen soll. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Rätsel-Level. Wie lange soll ein Mario Maker Video dauern?
Findet ihr das zu lange, wenn es länger als 10 Minuten dauert? Was meint ihr so? Man muss hier übrigens die Dings da, die Secrets finden, also die Secrets, die Unterschiede finden. Man sieht, links und rechts ist das Bild gleich, in der Mitte ist es anders. Also gehen wir durch die Mitte. Es gibt nämlich auch so coole Rätsellevels auch. Und hier das nächste, hier ist kein Rätsellevel. Man sieht, die Lösung sieht man hier. Die Lösung, inklusive Lösung sogar, sehr gut gemacht. Und hier, was haben wir da hier zu sehen? Was ist hier anders? Was ist hier anders? Wir sehen hier, alles ist fast gleich. Seht ihr schon den Unterschied? Hey, ich sehe den Unterschied nicht. Ah doch, die Münze oben. Das heißt, auf der rechten Seite die Münze. So, das haben wir auch gelöst hier. Zack, 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 zack. Okay, und dann geht's hier weiter. Mal schauen, wie es hier aussieht. Hier alles so, zack, 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 zack. Seht ihr schon die Lösung? Seht ihr schon die Lösung? Klar, man kann das natürlich auch gechillt machen. Man hat hier 500 Sekunden, hat man hier Zeit, um hier die Dings da zu finden. Hier da unten, der Schneeball unten im ersten Bild fehlt. So. Cooles Rätsellevel, ne? Man sieht auch oben links da die Lösung hier eingekreist, was fehlte. So. Das ist noch cool gemacht hier eigentlich. Stern, was sehen wir? Seht ihr schon die Lösung? Wer sieht das schneller als ich? Klar, wenn ich natürlich hier im Video bin und so, das ist natürlich wieder was anderes hier. Sterne drehen alle gleich, Gegner unten auch. Ah, die eine Pflanze da. Das heißt, die mittlere, die ist kürzer. Diese Ranke in der Mitte. Also stimmt das hier. Hier, wie sieht denn das hier aus? Der Baum hier, Baum haben wir eigentlich genau gleich, oder? Haben wir es gleich, Zapfen... Ah, der kleine Puki unten rechts. Der Schneepuki fällt unten links im ersten Bild. So, habt ihr es auch so schnell gesehen? Oder habt ihr noch ein bisschen gebraucht oder seid ihr? So, und hier Laufschiene, alles gleich. Ranka ist auch gleich. Puki unten bewegt sich auch gleich. Dann haben wir oben so ein... Was ist denn hier der Unterschied? Seht ihr den Unterschied? Irgendwas, was ich hier übersehe? Da links... Ich gucke die ganze Zeit auch auf das Dings, auf diese Schiene. Oder ist eine Schiene schneller? Ist die Schiene rechts hier schneller? Läuft die hier schneller? Oder irgendwie so ein Pflock oder so irgendwie? Ich sage jetzt mal, die läuft... Oder die in der Mitte, ich weiß es nicht. Irgendwas übersehe ich jetzt hier gerade. Oder die Größe? Ich weiß nicht, da komme ich nicht mehr einfach. Das ist Fail wahrscheinlich. Nein! Okay, man sieht hier eigentlich schon, die Lösung wäre in der Mitte gewesen. Mist! Jetzt muss ich alles wieder von vorne. Ein Checkpoint wäre nicht gekommen, oder was? Hier kann man das Level übrigens auch bewerten. Also ich finde es eigentlich noch cool. Gehen wir zur nächsten Sache. In Mario Maker gibt es hier natürlich auch brandneue Levels, wie zum Beispiel 2022. Richtig cool hier eigentlich auch. Weil ich meine, so wöchentliche Levels, das werden immer wieder aktualisiert. Und jetzt habe ich hier extra hier europäische Baumeister genommen, nicht irgendwelche japanische. So, okay gut, Japaner sind ja auch nicht schlecht. Oh mein Gott, was ist das hinter mir hier? Und die Verfolgungsjagd hier ist wieder so ein Speedrun-Level hier. Oh mein Gott. Nein, ich habe das On verpasst auf der linken Seite. Ja. Das wäre natürlich geil gewesen. Stellt euch vor, hier First Try hier. So. Also wie schon gesagt, wer Mario Maker 2 noch nicht in seiner Sammlung hat, im Fall. Also das ist wirklich ein Spiel für, für jedermann. Fail. So, ich habe jetzt mal hier ein Online-Spiel gestartet. Wo wir zu viert gegeneinander spielen. Hier fehlt mir jetzt noch ein Mitspieler. Aber nichtsdestotrotz. Mal schauen, ob ich hier das Match ja gewinne. Weil der Witz ist natürlich, oder das Coole ist bei Mario Maker 2 hier, man erlebt hier immer wieder was Neues. So, wer kommt hier zuerst ins Ziel? Das haben wir auch schon des Öfteren im Stream geübt hier. Da müsste ich jetzt hier einfach der Erstplatzierte jetzt hier sein, oder? Oh, Mario da vorne gegen Toad hier. Toad rennt ganz alleine da durch. Zack, nimmt es noch alleine auf hier. Gegen den Rest. Oh, kleiner Lack hier gewesen. Ja. Oh, da muss ich aufpassen. Nichts hier. Der Pilz. Wow. Du hast gesehen, was da runtergefallen ist vorhin. Okay, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, dass sie nicht kommen. Also ich hatte einen sehr schnellen Start jetzt gerade auch hier. Oh. Checkpoint habe ich auch erreicht. Oh. Das ist so eine krasse Pflanze hier. Shit, wie besiege ich die? Oh, die verfolgt mich von links nach rechts. Kann ich da rein? Nein. Sie ist weg. Jetzt muss ich aufpassen. Checkpoint. Checkpoint. Ich bin gut dran. Okay, Dreamo, ja, die Führung. Okay, der nächste Fight. Okay. Oh. Was muss ich hier machen? Ausweichen? Okay. Nein, ich muss kämpfen. Okay. Wer ist noch unten? Haben mich erwischt. Das war nicht gut.
Ja, die anderen kommen jetzt nachher auch und ich mache natürlich hier die Arbeit für... Nein, es hat mich erwischt. Boah, das ist schon ein bisschen heftig. Also heftig ist es nicht so, aber... Nein, jetzt kommen sie. Ja, da hinten wäre noch ein... Die Eichel. Nein, jetzt verliere ich noch. Ich hoffe es nicht. Ja, jetzt wer den Schlüssel bekommt. Oder Mario stirbt hier zuerst. Komm, Mario. Yes! Oh. Yes! Okay, das ist aber noch ein geiles Level gewesen. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat. Richtig gut aufgebaut hier mit der Ranke links und rechts und die Röhre und so. Geil gemacht. Erstes Online-Spiel nach hunderten von Jahren hier wieder. Und gleich gewonnen. Richtig nice. Ich weiß nicht, wie ihr es gefunden habt. Tja, Dreamo steigt ein bisschen weiter nach oben. Ja, wäre natürlich nice. Mal schauen, wie es weitergeht. Meine Gegner. Und das kommende Level. King Bully's Winter Wonderland. Da bin ich immer gespannt darauf. Yay! Ist immer so schön, wenn man hier Winter sieht. Toadette! Zuerst Toad und jetzt Toadette. Toadette! Die ganze Bully ist hier. Der Kampf beginnt hier. Wer kommt zuerst ins Ziel? Und ich find's geil, dass wir... Nein, es hat mich erwischt, dass wir alle im gleichen Rang jetzt sind. Nicht, dass jemand hier schwer, also irgendwie weiter ist. Oh, Toadette! Kann man hier abkürzen? Nicht, oder? Nein. Lex oder so haben wir jetzt nicht oder so, ganz minim. Hm. Ja, da fällt... Hey, gib mir das Auto! So, was macht denn jeder hier? Okay, der gibt uns den Schlüssel. Runter mit dem! Runter mit ihm! Yippidee! Ja, der muss da runterfallen wahrscheinlich, oder? Oder ist da unten was versteckt? Okay, was für ein Fail. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Der muss nach unten. Darum sind oben alle gestoppt. Eigentlich auch noch ein cooles Vierspielerspiel. Jetzt muss ich gucken, dass ich danach komme. Hat sie kein Item oder so? Ja, doch, die Kisten hier, aber sonst. Einer laggt am besten von dem. Ja, und die versuchen jetzt da auch offensiv zu machen. Ja, und einer droppt dann nachher den Schlüssel. Runterrutschen, einfach runterrutschen, runterrutschen. Runterrutschen, bam. Ja, jetzt. Ja, der Schlüssel. Der kommt jetzt hier rein. Okay, ich hab's auch geschafft. Nein, das Ziel, er hat's geschafft. Okay, das ist fies gemacht. Das Level war mittel, oder? Würdet ihr auch so sagen? Race to Death. 4 Player. Oh, geil. Alle gegeneinander. Jeder kann irgendwo seine Position einnehmen. So, ich zuerst. Jawohl, einer ist, glaube ich, stehen geblieben. Okay. Ich gehe mal hier hin, das ist meine Position. Jetzt da oben geht's los. Mega geiler Start. Jetzt. Da. Bam. Bam. Oh, coole gemachte kleine Parkour hier. Richtig nice. Jawohl, Toad, du schaffst das. Oh, Toadette auf der linken Seite. Toadette. Oh. Oh. Jetzt, okay. Oh, das ist ein geiler Park hier. Das ist ein krasser Park hier. Oh. Nein. Ich stecke fest. Yes, jetzt habe ich es geschafft. Ey. Kleiner Tap-Jump hier. Oh. Oben habe ich viel Zeit verloren. Los. Oh, der andere ist schnell gewesen. Ja, wieso geht das nicht? Okay. Ist oben das Ziel wieder gewesen? Das ist ja ein komisches Level gewesen. Also mir hat das nicht so gut gefallen. Also so ein richtig guter Parkour war das nicht. Ich würde mal sagen, mittel. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, wir sind hier auch am Ende des Videos. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. So knapp 15 Minuten Mario Maker 2 Gameplay. Findet ihr es zu lange oder zu kurz? Lasst es mich mal wissen. Wenn es zu lange ging, kann ich das natürlich auf 10 Minuten kürzen oder 9 Minuten, je nachdem. Wie ihr das gerne auch möchtet. Da muss ich natürlich aufpassen. Also so ein Versus-Rennen finde ich eigentlich noch mega geil.
Ich weiß nicht, was so ein bisschen so euer Favoritenspielmodus ist, aber ihr könnt es mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie lange auch ein Video sein soll. Möchtet ihr mal ein Level einsenden, das ich mal spielen soll? Oder irgendwie Levels da aus aller Welt? Ist ja immer was Neues hier zu sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.